Das oberste Parteischiedsgericht der SPD hat den Parteiausschluss des umstrittenen Autors bestätigt. Der Ausschluss sei damit wirksam, teilte die Bundesschiedskommission in Berlin mit. Und vor wenigen Minuten ist SPD-Generalsekretär Klingbeil in Berlin vor die Kameras getreten. Wir übertragen jetzt aus dem Willy-Brandt-Haus. Thilo Sarrazin hat sein SPD-Parteibuch abgegeben. Er ist nicht mehr Mitglied unserer Partei. Das Kapitel Thilo Sarrazin ist für uns beendet. Er wird künftig seine rassistischen, seine antimuslimischen Thesen nicht mehr unter dem Deckmantel einer SPD-Mitgliedschaft verbreiten können. Das ist für uns ein wichtiger Tag, ein guter Tag. Wir haben akribisch in den letzten Monaten auf diesen Tag hingearbeitet. Wir haben das umfassend vorbereitet. Viele Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns beraten haben, eine Untersuchungskommission, die einen Bericht vorgelegt hat, Gesine Schwan an der Spitze. Es gab 3 wissenschaftliche Gutachten. Und wir hatten dann den Antrag des SPD-Parteivorstandes, Thilo Sarrazin auszuschließen. Dann die Sitzung in der Kreisschiedskommission Charlottenburg-Wilmersdorf, die ja auch schon gesagt hat, er soll raus aus der SPD. Am Ende die Schiedskommission in Berlin. Und ich bin froh, dass heute die Schiedskommission auf Bundesebene unserem Antrag gefolgt ist. Ich habe gerade schon gesagt, das ist ein wichtiger Tag für die SPD. Vor allem will ich betonen, dass es wichtig ist in diesen Zeiten. Wir erleben, wie sich in den letzten Jahren, in den letzten Monaten gesellschaftliches Klima verändert hat, Polarisierung zugenommen hat, Diskriminierung zugenommen hat, sich Grenzen verschoben haben, Tabus gebrochen wurden, Hass und Hetze zugenommen haben. Und Thilo Sarrazin gehört mit zu den Wegbereitern dieser Polarisierung. Er gehört mit zu denen, die dafür zuständig sind, dass gesellschaftliches Klima sich verschärft hat. Und deswegen war es unerträglich für viele in der SPD, dass er weiterhin unser Parteibuch hatte. Dass wir es jetzt geschafft haben, dass er nicht mehr zur SPD gehört, ist ein wichtiger Schritt für viele in der SPD, die sich engagieren gegen rechts, die sich engagieren in der Flüchtlingspolitik, die sich engagieren für eine Gesellschaft, die zusammenhält. Ich sage Ihnen aber auch, es ist wichtig für viele Menschen, die große Hoffnung auf die SPD setzen. Ich habe das bei vielen Gesprächen in der Vergangenheit gemerkt, wenn ich mit Vertretern von gesellschaftlichen Minderheiten geredet habe, dass viele ganz praktisch in ihrem täglichen Tagesgeschehen merken, wie Diskriminierung zunimmt, wie man in der U-Bahn, am Arbeitsplatz, auf der Straße, wie man diskriminiert und beleidigt wird. Und für diese Menschen muss die SPD Schutzmacht sein, muss sich vor diese Menschen stellen, muss an ihrer Seite stehen. Und das geht glaubwürdiger, wenn jemand wie Thilo Sarrazin nicht in unseren Reihen ist. Und auch deswegen ist es für uns politisch ein wichtiger Schritt, der heute hier von der Schiedskommission gegangen wurde. Thilo Sarrazin hat fast seine gesamte politische, berufliche Laufbahn der SPD zu verdanken. Aber diese Solidarität kam nie zurück. Er hat Wahlkampfveranstaltungen für Rechtspopulisten gemacht, ist mit der FPÖ aufgetreten, hat auch eine Nähe zur AfD gehabt. Er hat immer wieder die SPD verhöhnt, er hat provoziert. Und das hat heute die Schiedskommission auch noch mal festgestellt, dass er sich nicht solidarisch verhalten hat. Er wird weiter seine Bücher schreiben, er wird seine kruden Thesen verbreiten. Und es wird Aufgabe der SPD sein, auch gegen diese Äußerung vorzugehen. Der Kampf gegen rechts hört nicht damit auf, dass Thilo Sarrazin die SPD verlässt. Aber ich bin froh darüber, dass er das nicht mehr als SPD-Parteimitglied tun kann. Und am Ende noch eine persönliche Bemerkung, die ich machen will. Sie alle wissen, wie wichtig mir persönlich der Kampf gegen rechts ist. Als die Anschläge von Hanau waren, habe ich die Mahnwache am Brandenburger Tor parteiübergreifend organisiert. Es waren viele Demokratinnen und Demokraten da. Und wir haben eine gemeinsame Aufgabe in diesem Land, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen, alles dafür zu tun. Und das geht einfacher, wenn solche Spalter und Hetzer wie Thilo Sarrazin sie sind, wenn sie nicht in einer demokratischen Partei Mitglied sind. Und ich bedanke mich ausdrücklich für die Rückendeckung, die ich in diesem schwierigen Verfahren hatte. Bedanke mich für die Rückendeckung von meinen beiden Vorsitzenden, vom Präsidium, vom Parteivorstand. Habe das mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Willy-Brandt-Haus akribisch vorbereitet. Es war ein erfolgreicher Tag. Und das ist ein gutes Signal für den Zusammenhalt in diesem Land und vor allem für die Standhaftigkeit der SPD gegen rechts, was heute von der Bundesschiedskommission beschlossen wurde. Vielen Dank. Moritz Rötle in Berlin. Thilo Sarrazin also nicht mehr SPD-Mitglied. Was hören Sie über die Begründung des Bundesschiedsgerichtes?
Wir hören, dass es eben darum gegangen sei, gar nicht Thilo Sarrazin nachzuweisen, dass er einzelne rassistische Passagen in seinem Buch veröffentlicht oder vertreten habe, sondern dass es darum gegangen sei, dass es der Gesamteindruck des Werkes von Thilo Sarrazin, seines Auftretens heute nochmal in der Bundesschiedskommission, im Gesamteindruck ein menschenfeindliches Bild sich ergeben habe, die eben grob nicht mit den Werten der SPD übereinstimmen kann und dass man ihn deshalb dann am Ende ausgeschlossen hat. Und inwieweit kann Sarrazin dieses Urteil, also seinen SPD-Ausschluss, noch anfechten? Er hat jetzt nicht mehr die Gelegenheit, es über ein Parteiverfahren zu machen. Das Bundesschiedsgericht war die letzte Instanz in diesem Parteiverfahren. Damit ist Thilo Sarrazin aus der SPD ausgeschlossen und wird es auch erstmal bleiben. Es sei denn, er zieht vor ein ordentliches Gericht. Das könnte aber nur noch eine formale Prüfung des Verfahrens in der SPD vollziehen. Es würde nicht mehr inhaltlich prüfen, ob die Vorwürfe, die die SPD gegen Sarrazin hatte und die dazu geführt haben, dass Sarrazin aus der SPD ausgeschlossen wurde, ob die denn überhaupt stimmen. Nein, es ging nur noch um formale Dinge, das könnte er in der ordentlichen Gerichtsbarkeit noch mal einklagen. Und bis das am Ende vielleicht sogar vom Bundesverfassungsgericht entschieden wäre, können noch bis zu 4 Jahre ins Land gehen. Moritz Rötle, danke schön nach Berlin.